Ganz kurz ein paar Aktualisierungen zum Thema Coronavirus. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Meine Wiki-Welt. Ja, heute meldet die Tagesschau, dass eine weitere Millionenstadt in China abgeriegelt wurde. Ja, das ist natürlich, wenn man so will, ein Alarmsignal, die doch zeigt, dass diese Pandemie durchaus nicht ungefährlich sein könnte. Und es gibt mittlerweile auch eine sehr gute Seite, die ich empfehlen kann für alle, die sich über das Thema aktuell informiert bleiben wollen. Ich meine, es ist von der Johns Hopkins University, ist hier eine spezielle Seite eingerichtet worden. Ich werde das auch verlinken, in der man genau die Ausbreitung der Pandemie des Coronavirus eben verfolgen kann. Aktuell haben wir 14.637 Infizierte, 305 Todesfälle sind zu beklagen und 443 vollständige Genesungen. Das ist natürlich erstmal eine ziemlich alarmierende Statistik, was vor allem das Verhältnis der Todesrate, also der Toten zu den Genesenen anbelangt. Das ist auf dem Papier eine Mortalität von 35-40%. Das ist natürlich schon gewaltig, ja. Man kann ja auch sehen, dass nach wie vor das Zentrum dieser Viruserkrankung in China ist und außerhalb von China eben nur vereinzelt Fälle auftreten. Wir sehen das hier auch in der Ausführung, also von den 14.637 bestätigten Infektionen sind 14.458 eben aus dem chinesischen Kernland. Ja, ich habe ja schon das Thema beim letzten Mal auch angesprochen, das Thema Verschwörungstheorien rund um den Coronavirus. Es gibt ja die Meldung, die, soweit ich weiß, auch bestätigt wird aus den Mainstream-Quellen, dass eben in Wuhan sich ein Chemiewaffenlabor befindet, beziehungsweise ein Institut der höchsten Sicherheitsstufe, das, so kann man plausiblerweise annehmen, dann auch in die chinesische Chemiewaffenentwicklung oder in das chinesische Chemiewaffenprogramm integriert ist. Also damit ist dann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen, wenn es sich um das hochrangigste virologische Forschungsinstitut in China eben handelt. Tagesschau hat sich auch speziell hier mit dem Thema Verschwörungstheorien beschäftigt. Sie titelt am 28.01. Coronavirus als angebliche Verschwörung. Es werden hier Beziehungen zur Bill Gates Foundation konstruiert, wobei ich da noch nichts gefunden habe, was ich jetzt ich will mal sagen, eine heiße Spur ansehen würde. Und eben, wie ich eben schon gesagt habe, wurde hier auch bestätigt, dass auf der Tagesschau-Seite, dass tatsächlich 2015 in Wuhan ein Virologieinstitut eingeweiht wurde, das bislang das einzige chinesische Labor ist der höchsten Schutzstufe, der Schutzstufe 4. Und 2017 wurden im Wissenschaftsmagazin Nature Bedenken geäußert, dass es hier mögliche Sicherheitslücken geben könnte. Bislang wird ja davon ausgegangen, dass ein Wildmarkt in Wuhan der Ursprung der Seuche sei. Einen Nachweis dafür, so schreibt die Tagesschau, gibt es allerdings bisher noch nicht. Ja. Gut, auf der Seite der Tagesschau geht man also vergleichsweise skeptisch mit Verschwörungstheorien um. Ein bisschen anders ist das eben bei Sputnik, ist auch nicht anders zu erwarten. Sputnik ist ja ein Teil des russischen Mediennetzwerkes. Und hier titelt Sputnik, das Coronavirus stammt aus der chinesischen Metropole Wuhan. Nicht weit davon befindet sich auch das Nationale Labor für Biosicherheit Chinas. Meinungen, die da einen Zusammenhang sehen, werden schnell als Verschwörungstheorien abgetan. Eins ist sicher, die Epidemie ist menschengemacht. Also
der Sputnik titelt hier ganz anders und kommt sozusagen verschwörungsaffinen Menschen hier mit der Berichterstattung ein Stück weit entgegen. Ja, so schreibt Sputnik. Der Mikrobiologe Danny Schwarm war von 1970 bis 1991 Analyst für das biologische und chemische Kriegsführung im Nahen Osten und weltweit beim israelischen Geheimdienst. Der ehemalige Geheimdienstler hat sich auch explizit mit chinesischer Biokriegsführung auseinandergesetzt. Er sagte der US-amerikanischen Tageszeitung Washington Times, dass das Coronavirus mit dem Labor zusammenhängen könnte. Wörtlich heißt es, bestimmte Laboratorien des Instituts haben sich wahrscheinlich zumindest begleitet mit chinesischen Biowaffen befasst, wahrscheinlich aber nicht als Haupteinrichtung der chinesischen biologischen Kriegsführung. Schwarm fügte hinzu, dass die Arbeit an biologischen Waffen im Rahmen einer dual-zivil-militärischen Forschung erfolge und definitiv verdeckt sei. Sputnik folgert dann unter der Unterüberschrift alles Verschwörungstheorie? Fragezeichen. Derartige Meinungen werden in den westlichen Medien nicht erwähnt und werden doch dann nur, um sie als Verschwörungstheorien zu diskreditieren. Ja, Anlass meines Videos ist heute neben dieser üblichen medienkritischen Diskussion, wie sie ja auf meinem Kanal üblich ist, nochmal über ein bisschen härtere verschwörungstheoretische Thesen zu sprechen. Ich will jetzt gar nicht sagen, woher die stammen. Die erste These sagt, dass es sich bei diesem Virus um eine ethnospezifische Biowaffe handelt, nicht jetzt aus einem chinesischen Biowaffenlabor, sondern eher aus von westlicher Seite, dass also dieser Virus vor allem Menschen von mongoloider Herkunft eben befallen würde und dass ein Ziel auch darin bestehen könnte, als Erweiterung dieser These, dass eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst wird, dadurch, dass eben China sehr schwer in wirtschaftliche Mitleidenschaft gezogen wird durch diese Pandemie. Ja, jetzt, wenn man so eine These hört, sollte man eins auf jeden Fall nicht machen, sie einfach unbesehen glauben. Ja, also je stärker eine Behauptung ist, eine These ist, umso höher ist, wenn man so will, die Beweispflicht. Und deswegen muss man mit solchen Meldungen vorsichtig umgehen, was ich allerdings auch für falsch halte, sie sozusagen aus einer Art Abwehrreflex per se auch auszublenden und sie auf jeden Fall für unwahr zu halten. Ja? Letztendlich wissen wir das nicht. Was wir aber machen können, ist jetzt nicht aus der Gegenwart versuchen, Beweise zu finden, ja, die für oder gegen diese These sprechen. Was wir machen können, ist tatsächlich den weiteren Verlauf der Entwicklung zu beobachten. Ja? Dazu gibt es ja die Seite hier der John Hopkins Universität eben Anlass. Also man kann hier sehr genau verfolgen, wo genau der Virus sich ausbreitet. Und es ist nun so, wenn also diese These stimmen würde, dass es sich um eine ethnospezifische Biowaffe handelt, dann müsste es ja so sein, dass diese Pandemie im weiteren Verlauf, also ich spreche jetzt hier von Wochen und Monaten, auf den ostasiatischen Raum eigentlich beschränkt sein müsste. Insbesondere wenn man hier zum Beispiel die Infektion in Japan und Südkorea vergleicht mit der Entwicklung etwa in Indien. Es sind ja alles drei Nachbarstaaten von China. Und wenn diese These stimmt, dass dieser Virus ethnospezifisch ist, dann müsste er sich in Japan und Südkorea weit stärker verbreiten als in Indien oder als in Europa, wo ja der Virus mittlerweile auch schon angekommen ist. Ja, insgesamt muss man natürlich noch feststellen, ich glaube nicht, dass jetzt dass man allzu panisch sein sollte. Derartige Viren haben durchaus eine Tendenz, sich mit der Zeit abzuschwächen, denn aus evolutionsbiologischer Sicht ist es für so einen Virus, wenn man so will, ziemlich dumm, wenn er zu tödlich ist, ja, da ein vergleichsweise milder Verlauf der Krankheit einfach dafür sorgt, dass sich das Virus
besser verbreitet. Und das ist auch der Grund, weswegen sich solche Viren der tendenziell mit der Zeit in ihrer Gefährlichkeit eher abschwächen. Ja, das war nochmal eine kurze Aktualisierung zum Thema Coronavirus. Gestern war ja ein ziemliches Thema in den Nachrichten, ist jetzt wieder ein bisschen zurückgetreten. Es wird auf jeden Fall die nächsten Wochen und Monate spannend bleiben. Ich werde das Thema auf jeden Fall aufmerksam verfolgen. Und ja, so weit für heute. Es ist schon 23.59 Uhr. Deswegen mache ich es jetzt hier an der Stelle ein bisschen kürzer. Schön, dass ihr dabei wart. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.